Servus Leute, was geht? Ich bin back for you. Ich bin mit einem neuen Apex Legends Tipps und Tricks Video, Digga, der mit Sun. Endlich bringe ich es. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich nämlich in diesem Spiel richtig gut werden wollte. Und ich wollte viele Aspekte erspielen und gucken und mir eine Meinung bilden, was gut ist, was nicht so gut ist, auf welche Sachen man achten soll, auf welche Sachen man nicht achten soll, welche Waffen sind gut, welche Waffen nicht und. Welche Waffenkombinationen sind super. All diese ganzen Aspekte wollte ich mir in Ruhe anschauen und die auch wirklich unter die Lupe nehmen. So, und jetzt finde ich, dass ich bereit bin, euch zu erzählen, wie man in Apex Legends, wenn man diese Punkte einhält, zum Pro wird. Fangen wir mal mit Nummer 1 an, und zwar Run and Crouch. Es gibt ja diese, wie zum Beispiel in Fortnite, diese Run and Jump oder Jump and Run. Also nicht diese Jump-and-Run-Games, aber diese Jump-and-Run-Technik, wenn man nicht möchte, dass man von den Gegnern getroffen wird. Das heißt, du rennst, aber springst die ganze Zeit, ne? Das erschwert sozusagen die Gegner, dass die dich treffen. Das kann man in Apex Legends leider nicht so machen, weil du wirst dann nämlich langsamer. Was aber möglich ist, ist, dass du rennst und die ganze Zeit ducken, spammst. Du wirst in dieser Zeit gar nicht langsam, sondern du wirst halt immer... Du wirst immer kleiner, größer, kleiner, größer, kleiner, größer. Die ganze Zeit so. Das finde ich eine ganz geile Technik, weil diese Technik hat mich wirklich von ganz, ganz, ganz vielen Gunfights befreit und mir den Arsch gerettet. Von daher, das ist definitiv auf jeden Fall eine super, super Taktik, die ihr definitiv anwenden solltet, falls es mal ein bisschen brenzlicher wird. Was mir noch aufgefallen ist, ja? Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Shotguns. Shotguns in diesem Game sind wichtig. Man kann sie natürlich auch ersetzen mit einer anderen Kombination, aber so die Standardkombination sollte schon sein, dass man eine Shotgun im Inventar hat. Und in diesem Game ist eine Shotgun wirklich eine Shotgun. Die ballert Köpfe weg. Ey, das könnt ihr ja gar nicht vorstellen. Und ich rede hier nicht von dieser Schnellschuss-Shotgun, denn die ist nur okay, wenn man sonst keine anderen Waffen hat. Ich rede hier von der Friedensstifter. Leute, die Waffe ist der Shit. Die Waffe ist der Shit. Alter, glaubt mir mal. Testet diese Waffe und ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Friedensstifter findet. Kommen wir aber jetzt, da wir schon bei Waffen sind, erstmal zu den Waffen, die ich persönlich als beste Waffen finde. Einmal finde ich die R301 mit Abstand einer der besten und stärksten Waffen in diesem Game. Wenn ihr da drauf einen Stabilisator drauf ballert, tschüss, verziehen, kennt die Waffe gar nicht. Ihr haltet drauf, spammt euer ganzes Magazin auf diesem Typen drauf und die Waffe verzieht komplett gar nicht. Komplett überhaupt nicht. Nicht mal ein Millimeter. Das ist so krass. Wenn ihr einen goldenen Stabilisator findet, Digga, Gnade ihm Gott, dass ihr ihm nicht die Ehre durch seine Nasenlöcher entzieht. Ohne Scheiß, diese Waffe ist krankhaft. Und wenn wir schon bei der Waffe sind, wenn ihr ein erweitertes Magazin für diese Waffe findet, definitiv draufballern. Erweitertes Magazin braucht ihr in diesem Spiel unbedingt. Also ohne Scheiß, erweitertes Magazin ist ein Must-Have. Kommen wir zur zweiten Waffe, und zwar die Friedensstifter. Habe ich ja davor schon erzählt, die Friedensstifter ist für mich ein Must-Have, wenn ich eine Kombination mit Shotguns spiele. Aber wie gesagt, Friedensstifter ballert gute weg. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingswaffen und einer der stärksten Waffen. Kommen wir zur dritten Waffe, und zwar die Wingman. Dammit! Die Wingman ist krankhaft. Ernsthaft. Ich rate aber nur diese Leute, die Wingman zu spielen, die auch wirklich Aim haben. Ohne erweitertes Magazin habt ihr nur 6 Schüsse. Mit dem krassesten erweiterten Magazin, also Levelstufe 3, habt ihr 12 Schuss. Aber mein Gott, Alter, die zieht massiv viel Leben ab. 45 HP Standard. Auf Kopf 80. Abnormal heftig. Kommen wir dann mal zur Hemlock. Die Hemlock-Waffe ist die beste Dreischusswaffe in diesem Spiel. Wenn ihr einen Stabilisator drauf tut, noch besser, denn die Waffe ist sehr genau, verzieht nicht nach oben, sondern ist die ganze Zeit punktuell auf einem Punkt fokussiert und ballert nur auf diesen Punkt. Sie hat gute Damage und ist und die schießt schnell. Obwohl das eine Dreischusswaffe ist, schießt sie schnell und die ist wirklich
von drei Schusswaffen her die beste. Kommen wir jetzt mal zu einer Waffe, die im Nahkampf rasiert und die wirklich auch als Ersatz für eine Shotgun eine Rolle spielen könnte. Und zwar die R99. Oh mein Gott! Die R99? Mir fehlen die Worte. Digga, das ist eine fucking Minigun, Alter. Die schießt so schnell, wenn ihr darauf erweitertes Magazin habt. In der Regel habt ihr 18 Schuss zuerst. Aber wenn ihr darauf erweitertes Magazin drauf ballert, dass ihr dann irgendwann mal 30 Schuss habt. Tschüss! Genau, lieben Gott, Digga, damit, son! Ey, das Ding ballert ihm die Birne weg, Junge. Dass der Typ selber sogar dir seine Ehre gibt. Ja? So hardcore ballert die Waffe, die ist krankhaft. Ehrlich, die ist krankhaft. Sie hat so eine Feuerrate, das ist nicht mehr normal, Alter. Und dann noch mit Stabilisator, Digga. Das ist das Ende von deinem Gegner dann. Und ich finde, dass diese Waffe definitiv auf jeden Fall ein Ersatz für die Friedensstifter ist. Definitiv. So, kommen wir mal jetzt zu der Waffenkombination, Leute. Waffenkombination Nummer 1, meine Lieblingswaffenkombination. Wingman und Friedensstifter. Diese Waffenkombination ist aber eine bisschen fortgeschrittene Waffenkombination, denn wie gesagt, ihr braucht Aim dafür. Friedensstifter ist für Nahkampf absolut ein Bombending, ja. Wingman ist sogar für weite Distanz ein Bombending. Und alle beide Waffen sind absolute HP-Killer. Das ist meine erste und Lieblingswaffenkombination. Aber es ist halt, wie gesagt, eine fortgeschrittene Waffenkombination. So, kommen wir zur zweiten Waffenkombination. Und zwar R301 und die R399. Kranke Scheiße, denn die R301 schießt schon schnell. Also, sie schießt richtig schnell, ja. Zwar nicht so schnell wie die R99, aber alter Schwede, wenn da die Waffe erstmal leer ist und ihr dann zu R99 wechselt, Digga, dann ist wirklich auch Ende im Gelände. Also diese Waffenkombination ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr effektiv. Denn diese Waffen, wenn ihr drauf, wie gesagt, Stabilisator draufballert und so weiter, verzieht komplett gar nicht. So, das heißt, ihr habt dann sozusagen zwei Waffen, die einfach sehr, sehr, sehr genau sind. Welche Waffenkombination ich auch noch sehr, 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 sehr gerne spiele, ist die R301 und die Wingman zum Beispiel. Weil ich halt nämlich im Nahkampf auch mit der Wingman krassen Schaden machen kann. Dafür brauche ich zum Beispiel die Friedensstifter nicht. Das heißt, ihr könnt auch sehr gerne die Friedensstifter mit der Wingman tauschen. Denn die Wingman, wenn ihr da wirklich Schüsse trifft, Digga, der Mensch, der vor euch steht, ist weg vom Fenster. Von daher, ihr könnt wie gesagt die R99, die Wingman und die Friedensstifter als zweite Waffen definitiv auf jeden Fall wechseln und ersetzen. Natürlich spiele ich auch so mal die Hemlock und so weiter, aber das sind so meine Waffenkombinationen, die ich immer, oder lass mal sagen, hauptsächlich rocke. Kommen wir zum dritten oder zum vierten Punkt, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und zwar schon vorplanen, welche Waffenkombination man haben möchte. Denn es ist wichtig, ihr habt nämlich nicht viel Slots frei. In euer Rucksack habt ihr nicht viele Slots frei, es sei denn, ihr habt einen blauen, lila oder goldenen Rucksack. So. Aber generell habt ihr nicht viele Slots frei. Ihr könnt nicht mega viel Munition mitnehmen. Das ist das Ding. Da müsst ihr euch schon Gedanken machen, welche, also wenn ihr noch im Flugzeug seid oder gerade dabei seid rauszuspringen, müsst ihr euch da schon Gedanken machen, welche Waffenkombination ihr sehr gerne spielen wollt. Und tut mir den Gefallen, nimmt nicht alles auf, was ihr im Boden findet. Klar, fürs Erste nimmt alles auf, saugt alles auf, aber mit der Zeit dann sortiert. Guckt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ihr müsst nicht alles mitnehmen. Weil dann, wenn ihr etwas braucht, seid ihr schon voll und habt ein Problem. So, also das habe ich damals sehr oft gemacht, den Fehler. Und versucht einfach, bevor ihr da jetzt wirklich krasse Gunfights startet und so weiter und noch am Looten seid oder bevor ihr noch am Looten seid, gewisse Sachen schon vorzuplanen und vorzuentscheiden, was ihr gerne machen möchtet, welche Waffen ihr jetzt gerne zocken wollt und so weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Spezialistenfähigkeiten. Leute, ich zocke oft auch alleine mit zwei Randoms, ja, und wenn da jetzt zum Beispiel ein Gunfight ist und mir jemand fast die Ehre entzogen hat und ich jetzt wirklich maximal
nur 1% Leben habe und neben mir ein Medic ist und er seine scheiß verfickte Medizindrohne da nicht rausholt, ja, Digga, dann scheiße. Und ich halt die ganze Zeit sage, yo, ich brauche Medizin und er einfach Sachen ignoriert. Deswegen tut mir den Gefallen, seid euch im Klaren, welche Fähigkeiten diese Personen oder eher gesagt die Legenden, die ihr auswählt, haben und aktiviert sie dann auch dementsprechend. Und aktiviert sie nicht einfach so, sobald ihr sie habt, sondern geht taktisch an die Gunfights voran und guckt, was ihr in der Situation braucht. Jetzt nochmal zum nächsten Punkt und ich glaube auch zum letzten Punkt, und zwar Teamplay. Teamplay. Ihr könnt nicht in diesem Game alleine großartig lange überleben. Ihr müsst im Team spielen, denn ihr habt ja nicht die Möglichkeit Solo zu spielen, ihr habt auch nicht die Möglichkeit Duo zu spielen, großartig, sondern ihr müsst im Teamplay spielen. Und dieses Game hat wirklich das geilste ever geschaffen, und zwar die Kommunikation außerhalb von Headsets. Man kann so gut in diesem Game mit anderen Leuten, mit denen ihr nicht redet, so gut kommunizieren. Nutzt es. Wirklich, ohne Scheiß, nutzt es. Dann seid ihr schon auf einem guten Weg zum Sieg. Das sind so meine Tipps und Tricks, die ich für euch habe. Ich hoffe, dass meine Tipps und meine Tricks euch helfen. Wenn ja, dann smash sehr gerne diesen Like-Button. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, damit zusammen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Peace.